Hallo und herzlich willkommen in dieser Bauchhilfsendung, in der ich gerade ein paar Gedanken festhalten möchte, die mir gerade so durch den Kopf gehen. Ich lade einfach wie immer zum Mitdenken ein. Ich verkaufe wie immer keine Wahrheit oder überhaupt irgendwas. Ich kann meine Bücher kaufen oder meine Kunst, wenn er mir Geld gibt. Aber ich habe ansonsten hier nichts zu verkaufen auf diesem Kanal. Ich lausche seit Freitagabend, es ist jetzt Dienstag, dem K1. Eins ums andere Video gucke ich mir einfach in jeder freien Minute gern an oder einfach so zum Malen als Hintergrund, weil es einfach auch sehr inspirierend ist. Und all das, was der K1 so sagt, das triggert natürlich, so wie alles, was ich sage, jetzt bei euch, eigene Gedanken, die mit eurem Kontext, eures Lebens zu tun haben. Das ist mit so einem Grund, warum es so schwer ist, einfach ein bestimmtes Thema auf eine ganz bestimmte Weise massentauglich. Also das geht halt einfach gar nicht. So, ne, das ist der Grund, warum wir so viel streiten. Warum in den in den Medien halt eben einfach was gesagt wird und wir uns drüber streiten können. Weil das, die wissen das. Offensichtlich. Also, oder sie machen es rein zufällig in Perfektion. Über Jahrzehnte. Also seitdem sie existieren eigentlich. Als hätten sie es vorher schon gewusst. Und da ist tatsächlich, was mir gerade eben in Bezug auf Religionen, Götter, das Anbeten von Göttern und so durch den Kopf ging. Und irgendetwas, was der K1 gesagt hat, hat einfach ein Gedankenpuzzle, an dem ich auch in den letzten Jahren schon immer weiter gepuzzelt habe, irgendwie gerade für mich, zumindest zu einem bestimmten, also es ist ein Teil zusammengesetzt, sodass ich ein Stück eines Bildes erkennen kann. Aber gerade im Moment kann ich etwas erkennen, was ich hier einfach mal festhalten möchte. Und das ist der Grund für die Existenz von Religion. Und das sind jetzt alles einfach nur Beobachtungen. Aber ich beobachte, dass ich zum einen schon sehr lange selber auch sage, weil ich es sehe, weil ich das auch schon sehe, aber jetzt habe ich da noch mehr Klarheit einfach drüber, dass Religionen ein Werkzeug sind, dass Religionen nicht das sind, wonach es aussieht, nämlich dass das was Heiliges, Gottgegebenes sei, sondern das ist Menschen geschaffen. Religion ist eine Erfindung, eine unserer Erfindungen, die halt eben einige von uns gegen andere verwendet haben, um Macht über die zu bekommen. So, und ne, das scheint offensichtlich noch nicht ganz aufgehört zu haben, weil es gibt ja immer noch Leute, die meinen, sie haben Macht über die andere und auch das Recht dazu, die zu haben. Und andere, die genauso, und viele, viele sind das, die meinen, andere hätten das Recht, über sie zu herrschen und die Macht über sie zu haben. Was natürlich uns immer die Macht selber nimmt. So. Warum ist Religion und Kirche und diese Form von Glauben, die wir dabei an den Tag legen, und das ist tatsächlich in allen Religionen absolut gleich. Ich konzentriere mich sehr gerne außerhalb des Details auch ums Konstrukt. Und das Konstrukt, das ist tatsächlich bei allen Religionen gleich. Der Gläubige glaubt an eine Gottheit und dadurch an etwas Externes. Und das ist der Knackpunkt, das ist die Krux. Durch die Religionen haben wir gelernt, etwas außer uns selbst anzubeten. Was bis hin zu diesem Messianismus geführt hat, der jetzt heute nicht nur möglich ist, weil Leute einem Messias, das Kommen eines Messias versprechen, sondern vor allen Dingen durch all die, die auf das Erscheinen eines Messias hoffen. Und einfach nicht checken, weil man das ihnen nie gesagt hat,
dass es keinen Messias aus dem Außen geben kann, weil das Außen, so wie wir es wahrnehmen, tatsächlich eine Projektion ist. Der Messias muss aus dem Innern kommen. So, und selbst für die, was ist jetzt das Gegenteil von bibelfest? Hallo? Bibelfest? Gegenteil? Bibellos? Also für die Leute, die überhaupt gar keine Ahnung von der Bibel haben, die noch nie in der Kirche waren, im Religionsunterricht in der Nase gebohrt haben und was weiß ich was, aber ihr werdet alle schon von den 10 Geboten gehört haben. Auch das hat seinen Sinn, dass die, obwohl, also dass die trotzdem jeder kennt, auch wenn man mit Religion nichts zu tun haben will. Aber ihr kennt sie trotzdem. Und für all die, die das erste Gebot nicht kennen, möchte ich das mal ganz kurz auseinandernehmen. Das erste Gebot, und da können wir auch noch wieder drüber reden, nämlich in meiner Wahrnehmung sind das gar keine Gebote. Als Pendant zu einem Verbot, auf das aber auf beide eine Strafe steht. Meiner Meinung nach sind das 10 Weisheiten, die ein schlechtes Karma vorbeugen sollen, die uns auf unser Tun, unser Machen, unsere Taten konzentriert sein lassen sollen. Auch das ist total pervertiert heute, ne? Jeder kehrt vor der Tür eines anderen. Aber um uns ein lebenswertes Leben zu ermöglichen und uns vor allen Dingen uns selbst. Und wenn das halt eben jeder praktizieren würde, dann wären wir in einer friedlichen Welt. Du kannst aber über eine friedliche Welt nun mal eben keine Macht ausüben. Du kannst nur Macht ausüben über Leute, die du so sehr stresst, dass sie vergessen, dass sie selber eigentlich die Macht über ihre Hände haben, die du in dem Moment übernimmst, wo sie anfangen, dir zu gehorchen. Und du als Mächtiger bist einer der Götter. Das ist aber was, was du dann als einer der Mächtigen verstecken musst und dann halt eben am besten was aufbaust, was dir gleichkommt, in der Position, nämlich der eines Gottes. Und wenn die Männer, wenn die Menschen zu Göttern beten, und das sind alles Götzen, worauf ich gleich zurückkomme, ist alles Götzenanbetung, dann ist es tatsächlich möglich, sie so verzweifelt werden zu lassen, dass sie auf einen Retter hoffen. Und sie überhaupt nicht mehr wissen, dass sie selber ihr Retter sind. Das erste Gebot der Bibel ist: Ich bin, der ich bin. Nochmal. Das erste Gebot der Bibel, das erste der in der Bibel überlieferten 10 Gebote ist: Ich bin, der ich bin. Da steht nicht, Gott ist, der er ist. Das haben wir aber so interpretieren gelernt. Wir lesen es, als sei Gott der, der er ist. Da steht aber, ich bin, der ich bin. Und wenn man sich das mal erlaubt, es so zu sehen, als sei das an den explizit so geschrieben, damit der Leser sich mit sich selbst identifizieren kann. Ich bin, der ich bin. Ich, nicht Gott. Ich, das ist eine der Weisheiten der Bibel, die auf diese Weise total verschütt gehen. Und ja, die Bibel enthält Weisheiten. Auf jeden Fall.
Die kann man auch finden, wenn man halt eben zwischen den Zeilen liest, sprich das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive betrachtet. Mir helfen solche Gedanken immer wieder, vor allen Dingen dabei, zu mir selbst zurückzukommen. Und das ist gerade etwas, wo ich denke, so, scheiße, hättest du das mal immer schon gewusst. Ich bin der Ich Bin. Du bist der Du bist. Und das ist gut so. Da ist nichts dran zu ändern. Ich will mich überhaupt gar nicht ermächtigen, an dir etwas zu ändern. Diese Chance möchte ich dir nicht nehmen. Weil das eine Form von Selbsterfahrung ist, wenn man sich selber aus eigenen Stücken anpassen kann an nicht. Hey, dass wir uns anpassen können, zeigen wir uns jeden Tag. Aber halt eben an was Externes. Und die Religionen sind dazu explizit da gewesen, um uns zu Menschen zu machen, die dadurch, dass sie etwas anderes im Außen anbeten, und da kommen wir jetzt gleich auch nochmal zu, was das mit dem Anbeten zu tun hat, und sich darüber völlig selbst vergessen. Das führt dazu. Unsere Umgangsform mit Religionen führt dazu, dass wir uns selbst und unsere Macht und unsere Göttlichkeit und unseren Ursprung völlig vergessen. Das mit dem Anbeten ist nämlich auch so ein Ding. Sobald ich jemanden dazu bekomme, irgendetwas Externes anzubeten, anbeten ist eine Erfindung, die man, ja, es ist eine Erfindung, etwas anzubeten, weil das Beten nichts weiter als Fühlen ist. Ich stehe in permanentem Kontakt mit Gott, der ich selber bin und alles um mich rum, sprich auch du, Klingelingeling. Oh, ich finde das so geil, wie alles eins ist. Und wenn der Gong der Aufmerksamkeit nicht macht, dann haue ich hier aus Versehen da hinten gegen die Kaffeetasse, wo der Löffel noch drin ist. Klingelingeling. Beten ist Fühlen. Durch mein Gefühl stehe ich telepathisch, nenn es wie auch immer du willst, mit allem mit allem in Verbindung. Kann kommunizieren. Beten ist Kommunikation. Und anbeten ist keine Kommunikation. Das ist vor einem Stein zu stehen und da zu denken, ich hätte ein Tor zu irgendwas. Ist ja schön, wenn ich da wenigstens denke, dass ich ein Tor zu irgendwas habe. Das dann aber immer noch getrennt von mir ist, mit dem ich in Verbindung treten muss. Um mir auf die Weise nicht gewahr werden, dass ich permanent in Verbindung bin. Wir sehen auch indigene Völker, die sich vor einen Steinhaufen setzen und mit gewissen Geistern Kontakt aufzunehmen, sprich mit denen zu telepathieren. Genau das zu tun, wovon ich gerade rede, was wir alle könnten. Wenn man es uns mal gezeigt hätte, könnte das jeder. Es wurde aber tatsächlich unser ganzes Leben lang explizit alles dafür getan, damit man uns das Gegenteil zeigt. Ja, damit wir das Gegenteil sehen, damit wir nur gar nicht auf die Idee kommen, dass das so ist, wie ich gerade sage. Religionen kappen die Verbindung zu uns. Und da, wo wir, die gelernt haben, etwas Externes anzubieten, sehen wir halt eben auch die Indios da niederknien und mit etwas Externem in Verbindung treten. Das tun die aber gar nicht. Das ist nicht anders, als wenn ich mein Handy nehme und über das Handy mit etwas Externem Verbindung aufnehme. Das ist Hochtechnologie, was sie da machen. Das ist Hochtechnologie, die wir uns nicht vorstellen können.
weil wir so dumm geworden sind. Und auf Hochtechnologie, die man uns als solche verkauft, vertraut. Dieses Ding hier ist ein hochtechnologisches Wunderwerk. Natürlich nicht nur dieses, sondern bitte guck auch auf dich zurück. Das alles ist ein hochtechnologisches Wunderwerk. Und wir sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und so langsam kommt Klarheit über sowas alles. Und das sind alles Gedanken, auf die man kommt, wenn man sich für sowas interessiert. Die kommen von alleine. Ich habe das, was ich jetzt gerade gelesen, gerade in dieses Video, dass diese These, die ich aufstelle und die Zusammenhänge, die ich sehe, die habe ich in keinem Buch gelesen, die habe ich in keinem Video gesehen, die sind mir gerade eben durch den Kontext dessen, was ich seit 17 Jahren beobachte, selber gekommen. So, und solche Sachen passieren ständig. Immer mehr Klarheit. Und das ist genau das, was ich vermisst habe, als ich meinen Kopf den ganzen Tag in diesen komischen Mainstream-Medien gesteckt habe, die halt eben explizit dazu da sind, um genau das zu erreichen, wovon ich gerade die ganze Zeit rede. Die Abtrennung von uns selbst. Die Illusion, dass irgendetwas außerhalb von uns wichtiger für uns sein könnte als wir selbst. So verrückt sind wir. Und ich sag's explizit, verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Das muss man einfach wieder gerade rücken. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Verrückt zu sein ist in dieser Welt definitiv nichts Schlimmes. Das darf sich jeder jetzt erlauben, für sich selber zuzugeben. Ja, auch ich bin verrückt, weil auch mir hat man einen Haufen Scheiße erzählt, den ich geglaubt habe. Und in dem Moment, wo du beginnst, dich dafür zu interessieren, wo genau, genau da fängst du an, dich wieder richtig zu rücken. Und das wird ein Weilchen dauern. Es hat ja auch ein Weilchen gedauert, dich zu entrücken. Also rück dich wieder zurück und nimm dir die Zeit, die du dazu brauchst. Das ist kein Wettrennen. So viele Leute hier tun, als sei das irgendein spirituelles Wettrennen. Es geht hier nicht darum, als erster Meisterschaft zu erlangen oder sonst irgendwas. Es ist kein Sport. Das ist der Grund, warum ich Sport nicht mag. Sport ist pervertierte Kunst. Jeder Sport hat eine Kunst als Grundlage. Aber durch den Sport ist die Kunst eben zu etwas anderem geworden, nämlich indem es darum geht, sich mit irgendwem oder irgendetwas zu messen. Und dann verliert die Kunst ihren Zauber. Und dann siehst du keine Ballkünstler mehr, jedenfalls keine 22 bei einem Fußballspiel. Und du siehst auch keine Fußballspieler mehr, sondern Fußballarbeiter. Das ist deren Job, die gehen, lass ich mal was sagen, die haben keine Wahl, als zu diesem Spiel anzutanzen, wenn es angesetzt ist. Und dazwischen ist Training angesagt. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich als Fußball kennengelernt habe, als ich mit meinen Jungs im Park gespielt habe. Da war ein Haufen Spaß dabei. Da war auch mal Gebrüll dabei und da war Gezank dabei und dann hat man sich aber trotzdem hinterher wieder vertragen und weitergespielt. Und wir brauchten keine Schiedsrichter damals. Habt ihr damals auf dem Schulhof, wenn ihr 5 gegen 5 im Tennisball Fußball gespielt habt, brauchtet ihr da vor allen Dingen einen Schiedsrichter? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass eins dieser Spiele jemals in Ermangelung eines Schiedsrichters nicht stattgefunden hätte, obwohl nie einer da war. Weil das Spiel war. Das war kein Sport. Das war Fußballkunst. Da durfte man sich erlauben, Fehler zu machen. Also, ohne dafür irgendwie angekackt zu werden oder so. Ja. Natürlich macht man da mal oh und bla. Und aber ja, das ist Lernen. Aber auf höchstem Niveau, nämlich mit Spaß. So, dass da auch was hängen bleibt. Und zwar am besten in Verbindung mit einer Geschichte, die ich danach noch mindestens dreimal gerne weitererzähle. Bam, dann ist das da drin. Ist das verbunden mit einer Geschichte, die ich nicht gerne weitererzähle, wird das gerne vergessen. Dann ist die ganze Weisheit, die damit auch weg. Auch eine sehr effektive Sache, um Leute vom Lernen abzuhalten. Ne? Ja.
Ja, das, wie gesagt, das ist gerade erstmal der, das ist ein Knotenpunkt für mich, wo ich gerade merke, wow, das gucke ich mir jetzt so aus der Perspektive, und davon mache ich das Video, für mich, für euch, damit ihr es machen könnt, aber für mich, damit ich es auf jeden Fall ab hier gesetzt habe, das hilft mir, diese Videos zu machen. Also, dass die Videos zu machen, hilft mir dabei, meine Linie zu setzen. Meinen roten Faden immer weiter genau zu wissen, wo ich den sitzen habe. Worauf ich mein Interesse lenke. Ja, wir sind gesteuert, als Avatare sind wir gesteuert durch das Interesse. Aber als das Darüberstehende, die geistige Perspektive unseres Lebens, die hat tatsächlich die Macht, unser Interesse zu lenken. Wenn wir anfangen, uns damit zu identifizieren, dann können wir auch merken, wie scheiße, wir haben das alles selber in der Hand. Wieso bin ich die ganze Zeit diesen Idioten hinterhergelaufen? Was habe ich mein Leben vergeudet bisher? Aber das funktioniert nicht, indem du denkst, Gott sei der er ist und schickt dir irgendwie dann mal irgendwann einen Retter vorbei. Du bist in der Situation drin. Weil du dein Retter bist, das aber nicht so siehst. Nur das hat dich überhaupt da reingebracht. Wie hat der Pfaffe in der Kirche damals immer die Lesung beendet? Er klappte die Bibel zu und sagte, dies sind heilige Worte. Weiß nicht, ob der überhaupt jemals verstanden hat, was genau der faselt, aber heilige Worte sind heilende Worte. Und jedes Wort ist heilend, indem es dazu beiträgt, dass es danach besser geht und heiler ist und weniger verrückt. In diesem Sinne, tschüss mit F, macht's gut. Wir sehen uns in Kürze wieder auf diesem Kanal oder woanders. Schreibt in die Kommentare, was euch durch den Kopf geht dazu. Ne? Ich sag's immer, die Videos mache ich für mich. Online stelle ich sie für das Feedback, weil mir das sehr viel wert ist. Viel von dem, was ich gerade sagen kann, habe ich auch durch Anregungen, die ich aus Feedback zu meinen Videos bekommen habe. Und deswegen bin ich da so wahnsinnig dankbar für. Ich sage das jetzt gar nicht mal für die Klicks und damit es rumgeht. Ich frage nach euren Kommentaren, weil mich wirklich interessiert, was ihr dazu denkt. Wir sehen uns. Ihr wisst, was ich meine.